Was geht ab, meine werten Freunde? Und willkommen hier zum Part Nummer 113. Ich war fleißig. Und ich habe auch inzwischen die beiden Nüsslein gefunden. Eins war ja unten im Wasser, das habe ich jetzt gerade mal rausgeholt. Und das zweite habe ich hier oben entdeckt. Die werden wir jetzt beide mal abgeben. Und wie gesagt, ich war fleißig. Ich habe jetzt Y gedrückt. Ich habe ganz viel gefunden. Was haben wir oben eigentlich? Gesichterpuzzle gibt's hier nochmal. Ah, cool. Ja, und hier müssten wir eigentlich zwei drin haben. Und noch ganz viel anderen Stuff. Ich überlege auch schon, ob ich das Koopa Freerunning diesen Part nicht eventuell auch noch machen sollte. Wir müssen jetzt irgendwie... Ich muss ja irgendwie ganz viel Zeit rumkriegen. Weil die beiden hier, die brauchen ja eine ganze Weile. Bis die gewachsen sind. Das kann man ja nicht großartig beschleunigen. Wir könnten, aber... Das Cap-Objekt gibt es ja hier nicht. Ist ja der kleine Nachteil an der ganzen Geschichte. So, Nummer 1. Und wir speeden nochmal rüber und holen uns Nummer 2. Do it, man, Wir sind zu weit rechts. Oder wir könnten dann auch versuchen, die Schafe zu holen, weil das wird auch ewig dauern. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ach, ich hab's schon festgehalten gerade. Es ist irgendwie lustig. Aber hier mal kurz lang zu speeden. Whams! Das war gerade irgendwie lustig. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber hey, cool, wieder was Neues rausgefunden. Irgendwie ist mir das gerade im Spiel zu leise. Also nicht das Spiel ist zu leise, sondern im Spiel ist mir das zu leise. Ach, doch zu weit. Perfekt. So, was holen wir uns denn? Achso, hier unten das, was wir freigemacht haben, zum Beispiel, könnten wir auch machen. Ach komm, Koopa Freerunning, dann habe ich es hinter mir. Da wird es nämlich sowieso wieder... Ich habe mir diesmal auch nicht angeguckt, wo das Ziel ist. Es wird wieder anstrengend. Es muss anstrengend werden, es geht gar nicht anders. Hey, wir sind die Ländersprinter, Mann. Willst du nochmal gegen uns antreten? Das letzte Mal? Regeln gibt's nicht. Auf zur Ziellinie, Bro. Okay. Das sieht so viel einfacher aus, als es ist. Ich bin so gut. Ich krieg das hin. Ich bin ein wenig vom Kurs abgekommen. Ja gut. Es wäre schneller gegangen. Als zweiten kriege ich noch. Ja, war jetzt nicht so der Hit. Ich dachte eigentlich, dass es hintenrum schneller wäre. Aber dann müsste ich... Hier eine kleine Motivation für dich. Müsste ich denn wahrscheinlich hier... Zack, zack... Zack. Aber es, nee, es funktioniert ja so auch nicht. So, da kommen wir auch nicht hoch. Also das heißt, es bleibt uns wirklich mehr oder weniger eigentlich nur geradezu. Straight hier nach rechts auf den Pilz, der da vorne ist, rauf. Hoch und da abkürzen und dann rüberrollen. Weil ich finde eigentlich, dass die Variante hier gar nicht so verkehrt ist. Muss man halt nur richtig treffen und dann da hochkommen und dann da rüberrollen, ne? Dann könnte die eventuell schneller sein. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber warte mal, warte mal. Ich hab's ja jetzt probiert, ne? Ich muss es ja nicht geschafft haben. Kann ich den Rekord einsehen? Weil dann wüsste ich gerne mal, wie schnell es wirklich geht. Zwölf Sekunden, Alter. 16 hat er.
Ich probiere es mal auf die normale, herkömmliche Variante. Wie gesagt, eigentlich rechts rum ist nicht unbedingt so viel kürzer, ne? Achso, ich habe nicht geguckt. Guck mal, hier vorne gibt es jetzt mal. Es gibt ja überall diese Spurtblumen hier, diese. Ach, Kacke. Na gut. Hätte ich nicht gegengebonkt, hätte ich auch die 16 Sekunden gehabt. Okay, da muss ich halt richtig aufpassen. Ach, die gibt's ja überall. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Deswegen waren die auch so schnell. Okay, gut, dann machen wir es jetzt nochmal auf die herkömmliche Variante, wie gerade eben. Alter, aber 12 Sekunden ist schon ganz schön heftig, ne? Ist aber halt wirklich der kürzeste optimale Weg da links lang. Ach Mann. Oh, der ist echt gut. Ich muss eine dazwischen, die eine dazwischen muss ich auf jeden Fall noch gut kriegen. Dann kriege ich auch eine noch bessere Zeit hin. Ich bonk jedes Mal irgendwo gegen. Okay. Gut, also haben wir das auch schon mal. So, dann... Genau, hier vorne in der Röhre haben wir noch mal was. Ich finde den Sound so geil. Och nö. Natürlich, alle Bosse werden... Entschuldigung, alle Bosse werden hier recycelt. Oh. Ohne Wasser. Oder zählt der Regen? Au. Der Regen zählt anscheinend. Irgendwie wird meine Blase nicht kleiner. Au. So, wo bist du, mein kleiner Fratz? Dich rasiere ich. Muss ich auf dich raufstompen? Nee. Es ging auch so. Wie einfach eine rote Platte kriegt davon, dass ich ihn mit Wasser treffe. Aber krass, wie hoch wir sind, ne? Ist auch eigentlich schon ziemlich heftig. Ich find's cool, hier unendlich rumfliegen zu können. Das finde ich total geil. Ja, dass sie daran gedacht haben, dass Regen sowas auffüllt, finde ich richtig gut. Meine kleine kahle Platte. Nicht so süßer Fratz. Puff. Multimond. Bohassa. Das gibt nochmal ordentlich Cash. Ey, kriegt man da nochmal richtig Monde? Stimmt nicht, was wir auch noch machen können. Habe ich gerade gar nicht mehr dran gedacht. Wir wollten uns noch ein Outfit kaufen. Oh.
Ach, das, ich hab jetzt wieder richtig Bock zu streamen. Oh, ich werde definitiv am Donnerstag Mario & Rabbids Kingdom Battle wieder streamen. Ich habe jetzt so Bock drauf. Immer wenn ich diese Melodie höre, das ist so pur. Oh, hammergeil. Kann ich das bitte? Danke. Mann! Oh, ich hoffe, das Donkey Kong Chapter kommt jetzt raus demnächst, ey. Sehr. Nächste Woche müsste es theoretisch rauskommen. Also an dem Tag, wo ich jetzt ganz hier aufnehme. Ihr wisst ja wann. Ach ja. Sieht man ja. So, das haben wir auch alles, genau. Hey, wir haben neue Artikel. So, zum einen habe ich hier noch einen Mond nicht. Blablabla. So, jetzt haben wir alle Einkaufsbummel durch. So, das kaufen wir uns. Weiß nicht, wollen wir uns das anziehen? Oh ja, warum nicht? Spielen wir heute ein bisschen Mario Kart. Zack. Sind wir halt nicht mehr Dr. Bones, sondern sind jetzt halt Mr. Mario Kart. So, dann haben wir das auch. Hinter mir, ach, der Hund, den haben wir auch noch nicht. Doch. Rechts von mir ist trotzdem noch was. Ach doch, hier, Mr. Doggo. Na? Na, Mr. Doggo? Ja, wir werden den restlichen Part mit beschäftigt sein. Ja, also, wer jetzt viel erwartet, der restliche Part wird wahrscheinlich mit Mr. Doggo verbracht. Ist der jetzt schon wieder? Komm mal her hier! So, wo könnte denn noch was sein? Mr. Doggo, möchtest du eventuell einen Mond finden? Also einen Stern, Entschuldigung. Jetzt muss ich wieder Sterne sagen. Möchtest du eventuell einen Stern finden, Mr. Doggo? Hier so ums Schloss rum irgendwie vielleicht. Hier unten vielleicht. Bei den Goombas? Hast du jetzt die Goombas angebellt? Oder hast du gebellt, weil hier was ist? Ah, du hast die Goombas angebellt? Okay, alles klar. Sonst hier noch irgendwo was? Ja, also auch nicht. Bist du dir da sicher? Doch, doch, doch. Da hat er was. Nee, er hat nur den Goomba angebildet. Okay. Das war noch ein kleiner Lag vom Input, weil ich auf ihn raufgehüpft bin. Das Klärchen. Was hast du eigentlich noch zu sagen? Hey, hey, du kannst Gesichterpuzzle hoch oben im Wolkenland spielen. Macht total Spaß. Ja. Ja. Da werde ich mir wieder ein Klebchen machen. Oder mehr als eins. Komm schon, Doggo. Die halbe Insel haben wir jetzt schon. Könntest ein bisschen kooperativer sein.
Wenn es wirklich ein bisschen kooperativer sein. Vom besten Freund des Menschen kriege ich noch nicht so viel mit. Ich wollte gerade sagen, ist sie jetzt runtergehüpft? Doggo? Kommst du? Danke. Ich finde das geil. So, hier hattest du das erste. Und da warst du der Meinung, nö. Sieht zwischen den Blumen vielleicht was. Komm, streng dich mal an. Streng dich mal an. Mann. Ah, hier, Dogo hat was. Ja, endlich. Geil, Mann. Das hat jetzt 4 Minuten gedauert. Ich müsste, glaube ich, nochmal alle durchgehen, weil irgendwie eins habe ich nicht. Und wie viele Vögel sich hier versammelt haben. Von allen Regionen. Das ist so cool. So, hier, Mr. Toad, können wir jetzt noch zum Abschluss machen. Hey, du. Ich bin mal hier, mal da. Und will Musik zu bestimmten Themen hören. Klassiker platt und pixelig. Müssen ja jetzt alle Lieder haben, ne? Nusal. Inla 8-Bit. Ja, ist egal. Eigentlich 8-Bit halt, ne? Weil ich halt dachte jetzt eigentlich, wir finden eventuell die Musik, die bei Donkey Kong gespielt hat, aber. Naja. So. Seine Mucke ist auch erfüllt. Vorne hätten wir noch was in dem Ding drin. Ja, ich denke mal, wir beenden jetzt erstmal den Part. Dann können wir nächstes Mal das Gesicht der Puzzle machen. Oder warte mal, wir können. Eine Sache können wir jetzt noch machen. Die Zeit könnte ja ausgereicht haben, dass unsere Blümelein gesprießt sind. Wenn das der Fall ist, dann hole ich die jetzt natürlich auch noch. Nee, sind noch nicht gesprießt. Ja, dann ist das so. Dann danke ich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine Folgen. Und sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn wir hier. Ich denke mal. Wir brauchen jetzt noch 2 Parts und dann sind wir durch. Würde ich jetzt behaupten. Ja, dann haben wir Mario Odyssey 100%, ja, nicht 100%. Je nachdem, was man zu den 100% zählt, ne? Ich würde schon ganz gern hier Luigis Ballongedöns noch fertig machen, aber das wird eine Weile länger dauern. Weil ich bin da auf den Zufall angewiesen, dass Leute sehr häufig meine Ballons probieren. Ja, ihr seht es von den Statistiken her, ich muss noch mindestens 145 Mal gesucht werden für den nächsten Stern. Und, ja, es ist halt kacke. Es ist halt richtig kacke. Das ist. Meine Sterne, die 4, die ich bei mir habe, die kann ich zwar recht schnell voll machen, aber das bringt mir nicht so viel. Ich muss halt diesen Zufall, dass sind halt meine Leute, dass halt irgendwelche Leute meine Ballons suchen. Das ist halt das Wichtige, ne? Und da kann ich halt nichts gegen machen. Ich kann halt nur irgendwann dann zeigen, was dabei rausgekommen ist. Werde ich in irgendeinem anderen Part vielleicht mal machen oder irgendwie so. Oder als Tweet vielleicht auch. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, Dragoon Stay Play. Ciao. Bams. Woohoo. Bams. Woohoo. Bams. Woohoo.